Wir kämpfen für unseren Berufsstand. Wir kämpfen dafür, dieses Land weiter ernähren zu dürfen. Und wir sind es leid, gerade von dieser Ampelregierung noch mehr als schon von den Vorregierungen an die Kandare genommen zu werden. Riesengroßer europaweiter Bauernprotest. Die Bauern sind heute mit ihren Treckern bis ins Herz der Hauptstadt vorgefahren. Sie stehen hier alle vor dem Brandenburger Tor. Hier an deren Seite. Und warum sie demonstrieren, das erklärt Ihnen einer von denen. Es gibt viele Gründe. Vordergründig natürlich die beiden kurzfristigen Ideen der Bundesregierung, ihr Haushaltsloch mit zwei Maßnahmen zu stopfen, die unsere Betriebe dauerhaft unwirtschaftlich machen werden. Es geht um die Kfz-Besteuerung unserer Fahrzeuge und die Abschaffung des Agrardiesels. Mein Betrieb heißt das 8.000 Euro Steuererhöhung pro Jahr. In 10 Jahren 80.000 Euro, die meiner Familie fehlt. Jeder kann sich selber mal ausrechnen, wie viele Jahre er dann quasi umsonst die nächsten 10 Jahre arbeiten soll. Nur für diese beiden Maßnahmen, die Auswirkungen der Maut und die Energiesteuern, CO2-Steuer und was alles dazu kommt, noch gar nicht eingerechnet. Wir müssen betteln, überhaupt noch Nahrungsmittel erzeugen zu dürfen für diese Gesellschaft. Stallbauten sind fast ausgeschlossen. Die gibt es nicht mehr. Auch das Tierwohl-Label wurde unter einem grünen Agrarminister quasi jetzt abgeschafft. Es gibt keine Perspektiven mehr, wo Landwirtschaft funktionieren soll. Hanfanbau in Schweineställen ist das Letzte, was uns ernsthaft unsere Politik vorgeschlagen hat, an Absurdität nicht zu überbieten. Hinter mir ein Acker, einer der besten Ackerböden auf diesem Planeten. Wie geht die Politik damit um? 4% davon muss sie stilllegen und der Rest muss unterdüngt werden, obwohl wir überhaupt kein Grundwassernitratproblem hier haben. Wir kämpfen für unseren Berufsstand. Wir kämpfen dafür, dieses Land weiter ernähren zu dürfen. Und wir sind es leid, gerade von dieser Ampelregierung noch mehr als schon von den Vorregierungen an die Kandare genommen zu werden. Bürokratischer Wahnsinn und die Abschaffung von all dem, was man in den letzten Jahren uns zugestanden hat, weil man kapiert hat, dass wir es brauchen, wenn wir weiterhin heimische Landwirtschaft betreiben wollen, wenn wir weiterhin die Kontrolle über die Art und Weise unserer Nahrungsmittelproduktion haben wollen. Wenn wir nicht das, was wir hier verbieten, dann über das Essen wieder importieren wollen, weil hier die Produktion schlicht und einfach nur verlagert wird, aber wir brauchen trotzdem Nahrungsmittel. Und das versteht diese Regierung eben nicht. Was hier als Erfolg verkündet wird von einem völlig überforderten und komplett unfähigen Landwirtschaftsminister Özdemir, ist eine Absurdität sondergleichen. Herr Habeck habe sich erst über ihn hinweggesetzt und gesagt, beide Maßnahmen müssen sein. Und jetzt sollen wir ihn dafür huldigen auch noch, dass er jetzt einen Teil zurückgenommen hat. Wir werden dafür kämpfen, dass unsere Landwirtschaft, die beste und effizienteste Landwirtschaft auf diesem Planeten, eine Zukunft hat. Das sind wir den Menschen schuldig und das sind wir auch der Natur schuldig. Denn alles, was hier gerade von dieser Regierung gemacht wird, dient nicht dem Naturschutz, dem Umweltschutz, dem Tierschutz oder dem Klimaschutz, sondern es schadet all diesen Bereichen. Und wir werden das nicht kampflos so hinnehmen. Und darum gehen wir auf die Straße und bitten euch um Unterstützung. Wir hoffen auf eine vernünftig ablaufende Demonstration in diesem Land und darauf, dass endlich wieder Menschenverstand in die Politik einkehrt. Denn das wird dringend Zeit, wenn wir dieses Land mit seinem Wohlstand schützen und retten wollen.